Hallo und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spielparadies mit mir ist Maxi und ihr könnt es erahnen, wir sind mal wieder bei Extinction Core. Heute allerdings alleine ohne Raikun, denn wir haben Vorbereitungen zu treffen. Und zwar für den übernächsten Livestream haben wir vor, hier bei Extinction Core nochmal in die Wüstenhöhle zu gehen. Und da müssen wir natürlich Vorbereitungen treffen. So. Das erste, was wir jetzt allerdings machen, ist Kristall sammeln. Und zwar in der Eishöhle. Da wir das nächste Mal in die Wüstenhöhle mit Scuba Gear reingehen wollen. Denn ihr habt ja, falls ihr den Livestream gesehen habt am Sonntag, habt ihr gesehen, wir sind am Wasser dann gescheitert. Es ging richtig tief bergab und das hätten wir nie und nimmer geschafft, bis runter zu tauchen, beziehungsweise halt dann wahrscheinlich bis in den nächsten Raum. Weshalb wir uns wirklich besser vorbereiten wollen. Machen wir so. Und deshalb, auf Hive werden wir diesen Sonntag die Wüstenhöhle machen. Und zwar mit dem Gang, den wir angefangen haben, mit dem linken. Und in der anderen Woche werden wir dann wahrscheinlich hier den rechten Gang nochmal machen. Und dann hoffentlich auch die Dschungelhöhle. Das heißt, so oder so, wir müssen uns heftigst vorbereiten mit Munition, mit Verteidigung, allem, was dazugehört. Und deshalb fangen wir jetzt zusammen schon mal an. Ich brauche nämlich einen Haufen Kristall, um die Scuba Gear zu verbessern. Gebaut habe ich sie schon, aber hier auf dem Server haben wir ja zum Glück die Upgrade Station. Das heißt, wir können uns hier noch ein bisschen besser ausrüsten. Entschuldigung. Meine Stimme ist halt etwas kratzig. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Okay, hier ist auch ein Teleporter. Wie heißt der denn? Brückenkristall, okay. Von wem auch immer der ist, vielleicht vom Brückenkristall? Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich sammle jetzt hier erstmal noch einen Haufen von den Kristallen. Und zwar geht's ja... Hey, hier will jemand in die Höhle. Geht's ja hier irgendwo... noch in einen schmalen Gang, wo eine Menge Kristall ist. Aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der das ist. Sieht eigentlich nicht so aus. So. Und ihr seht, wir kriegen hier mächtig Kristall raus. Es wird auf jeden Fall eng und kuschelig. Wir machen es gleich mal noch ein bisschen warm. Der ist stärker. 600, cool. Oh gut, dass Raikun nicht da ist. Der hätte mich dafür gelünscht, dass ich den Teddy mitgetötet habe. Aber wir haben ja auch zwei gute Bärchen. Ist ja nicht so, dass wir nicht schon Bärchen hätten. So, sehr schön. Ein bisschen Feuerspein hier in der Eishöhle. Ist natürlich ungünstig, dass ich jetzt ihn mitgenommen habe. Pelz brauchen wir nicht. Hab gar nicht geschaut, wie viel er tragen kann. Aber das ist schon okay. Denn wir können ja auch ein bisschen was wegschmeißen. Nicht unbedingt Pfeile. Vielleicht doch Pfeile. Die können wir ja ganz schnell wieder nachcraften. Das brauchen wir gar nicht. Verrottetes Fleisch brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir immer. Titanoboa Venom. Für das Sedativ. Um uns einen Haufen Viecher zu zähmen. Was will denn jetzt hier schon wieder ein Teddy?
Ihr seht, meine Orientierung in der Eishöhle ist definitiv verbesserungswürdig. Jetzt hör doch mal auf, da reinzugehen. So. Vielleicht hat er dort drin was gesehen und wollte da einfach nur ran. Egal. Eigentlich reicht das Kristall dann wahrscheinlich auch schon, um das zu verbessern, was wir verbessern wollen. Da braucht man gar nicht mal so viel. Warum komme ich da nicht ran? Das ist doch doof. Außerdem kann er leider nicht ganz so viel tragen. Hätte ich vorher mal schauen sollen, aber das macht nichts. Wir fliegen jetzt einfach schnell zurück und verbessern unsere Rüstung. Wir haben auch massig Metall schon hergestellt. Das heißt, wir können uns im Handumdrehen neue Munition machen. Was wir allerdings auch brauchen werden, sind, oder mit was wir diesmal reingehen wollen, sind kleine Tierchen. Hier auf Extinction Core haben wir ja schon Kompis, die ich allerdings ungern opfern will. Jedenfalls die bestehenden. Und wir haben einen Dimo, den ich allerdings nur so nebenbei gezähmt habe. Das ist ein Männchen. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein gutes Weibchen finde, könnten wir die Dimos einfach mit reinnehmen. Und ich denke mal, das werden wir auch so machen. Da ist ein Alpha-Stego. Ja, die schnitzeln wir noch, okay? Ah, die schnitzeln wir nicht. Du magst Feuer anscheinend. Okay. Ich muss allerdings aufpassen, ich habe lange nicht mit meinem Drago gekämpft. Weiß gar nicht mehr, wie es um seine Werte bestellt ist, denn er verliert auch gut Leben. Es ist halt einer der schlechteren Wirbeln, die wir ausgebrütet haben. Allerdings sind die Feuer, ja glaube ich, so ziemlich die besten, die es da gibt. Ist ja irgendwie ein hohes Level. 340. Oh Mann. Ja, ich glaube, das wird Drago wohl nicht so unbedingt schaffen, aber das ist nur ein Alpha-Stego. Der hat halt mächtig Energie. Okay, Drago, lad mal deine Batterien auf. Hast du überhaupt Fleisch? Ja. Ihr seht, da ist noch definitiv Raum zum Verbessern. Ich schau gleich mal, wie der andere Wyvern aufgebaut ist, von den Stats her. Denn ich hatte ja mal vor, das ist schon einige Zeit mittlerweile her, noch einen ausgebrütet, der auf jeden Fall schon vom Level her des Ausbrütens besser war als Drago. Das heißt, er wird auch definitiv bessere Werte haben. Wir putten uns jetzt allerdings erstmal zurück. Wo war denn der Teleporter? Da. Sehr gut. Zurück zur Base. Ich muss immer wieder sagen, diese Teleporter, die sind perfekt. So, nehmen wir den Dodo mit. Ich glaube nicht. Nee, schade. Genau, wir schauen mal. Der steht, glaube ich, auch hier oben mit, oder? Genau, da steht einer. Es könnte der sein. So. Na geil. Wir brauchen hier unbedingt noch eine Leiter. Vielleicht werde ich das dann gleich noch machen. Denn das ist so ultra nervig, dass man dort oben überall hängen bleibt und dann halt von unten wieder anfangen muss. Und irgendwie sehen muss, dass man da hochkommt. Aber okay. Wir haben ja noch ein paar Flugtiere hier unten stehen. Genau, Fury. Fury war es. Allerdings ist er auch nicht so gut. Also vom Level her 260. Es geht. So, lass mich mal hier raus. Drago, dich nehme ich jetzt wieder runter. Aber ihr seht, er ist jetzt schon höheres Level als Drago. Ich mag ihn aber trotzdem, weil er mein erster Wyvern hier auf dem Server war. Ist. So. Und jetzt zeige ich euch mal,
wie sich die Werte bei Scuba verändern, wenn man es verbessert. Ich habe hier eine Brille schon verbessert. Und zwar die Haltbarkeit und die hypothermische Insulation. Also ich denke mal, Hypothermik. Das wird wahrscheinlich der Schutz gegen entweder die Wärme oder die Kälte sein. Was ist? Ach Mann, wie viel Kippel und hier garantiert schon verloren gegangen sind. Nur weil sie im falschen Dings waren. Das ist doch doof. Das ist echt ziemlich doof. So. Es kann doch eigentlich alles hier rein. Das brauchen wir ja gar nicht, das hohe Salz. Das organische Polymer kann nicht rein, okay? Außerdem ist es voll. Na, sehr schön. Gut, die 43 Dodo-Eier. Was sollen wir damit? Ach Mann, wir haben hier echt schon zu viel im Kühlschrank. Das kann raus. Das kann rein. Ich glaube, wir brauchten doch im Kippelgucker sowieso normale Eier, um Sachen herzustellen. Jetzt will ich aber noch kurz mal hier mein Inventar ein bisschen aufräumen. Ihr seht, wir finden auch gute Klamotten so, wenn wir auf Tour sind. Aber meistens reicht es nicht. So. Hier ist jetzt Munition drin. Da packe ich auch mal das, was ich noch habe, mit rein. So. Gib mir mal die Munition. Die besseren Waffen vielleicht auch zur Sicherheit. Und hier kommen die Blueprints rein. Zack. Jetzt machen wir aber erstmal weiter. Hier mit dem Verbessern. Zack. So, dann schauen wir doch mal. Attempt Upgrade. Stimmt, das war Kristall und Siliziumperlen. Siliziumperlen könnte natürlich auch ein Problem noch werden. Je nachdem, wie viel wir dann brauchen. Und Fiber. Aber Fiber wird kein Problem. Ich glaube, Fiber ist bei niemandem ein Problem, der Ark schon eine Weile spielt. Perfekt, die ist schon mal Legendary. Und jetzt ist sie Primal. Durability 413 statt 45. Das heißt, die hält so einiges aus. So, wichtig ist auch der Scuba-Tank. Das heißt, wir brauchen Polymer. Sehr gut, dass wir eine Schnecke haben. Das ist... So, was brauchten wir noch? Metall. Metall haben wir sehr viel schon hergestellt. Okay, der ist vielleicht noch wichtiger. Ach, schade. Und ihr seht, es geht auch nicht immer gut, das verbessern. Aber im Moment... Primal. 292 Durability. Perfekt. Jetzt nehmen wir allerdings mal die Flossen. Cementing Paste und Chitin. Keratin. Schauen wir erstmal nach Keratin. Pool und Cementing Paste sollten wir ja auch mehr als genug haben. Ziehen wir uns erstmal das. Perfekt. Jetzt brauchen wir noch Fiber. Ihr seht, wir machen unseren Fibervorrat ein bisschen alle. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Fiber kriegen wir im Handumdrehen. So, da sind wir dann flink unterwegs und ihr seht jetzt mangels an Siliziumperlen. Aber ich würde mal sagen, ein gutes Paar haben wir hier schon. Beziehungsweise gute Klamotten haben wir jetzt definitiv hergestellt. So, das kommt wieder hier rein und da ziehe ich jetzt einfach mal Spark Powder mit rein. Sollten wir welches haben? Natürlich.
damit es nicht gleich vergammelt. Und jetzt schauen wir mal nach oben. Hier sind noch unsere Wölfe. Zack. Erstmal schauen, wie es hier oben aussieht. Ob der Item Collector noch funktioniert. Steht nämlich unpowered, aber er hat eigentlich noch genug Propellant. Jetzt schauen wir, wie war das? Food, okay. Genau, Honig brauchten wir. Kibbel. Diesen Eggmix, genau. Und für den Eggmix brauchen wir immer ein Dinosaurier-Ei. Wasser, Fetch und Honig. Giant Bee Honey. Ja, cool. Wir können direkt aus dem Bienenstock was ziehen. Fetch. Ach, perfekt. Also wir sind hier so gut ausgerüstet. Fiber. Ihr seht, Fiber braucht man für alles. Das können wir jetzt aus der Upgrade Station nehmen. Da brauchen wir es jetzt erstmal nicht mehr. Und Wasser natürlich. Was wir hier drin... Also mir wurde ja gesagt, das muss hier drin ausgeleert werden. So, fehlt aber noch was. 5-mal Wasser. Wieso kann ich das nicht auskippen? Das andere, das ging perfekt. Ihr seht, ich habe hier ja noch ein bisschen was anderes gebaut. Habt ihr eigentlich noch genug zu essen? Die Dodos könnten verhungern. Das wäre natürlich schlecht. So, lasst es euch schmecken. Na, wir fressen gar nichts, okay. Vielleicht sind es auch gar nicht mehr so. Ja, doch. Doch, hier sind schon noch ein paar. Wo war jetzt das Wasser hier oben drin? Das ist halt echt ziemlich ungünstig gemacht. Wie ich finde. Von Raikun. Aber Hauptsache wir haben irgendwo Wasser. Warum Unlock? Ah, ja. Zack, zack. Jetzt lade es schon auf. Ihr seht, da ist kein Wasser drin. Das ist echt. Nee, irgendwie muss. Es muss noch anders gemacht werden. So können wir das definitiv nicht lassen. Jetzt muss ich halt auch wieder zum Wasser fliegen. Das ist eigentlich, müssen wir uns da viel eher drum kümmern, dass wir hier ordentlich Wasser oben haben. Ich nehme mal eben meinen Seitenschnabel und fliege mal hier runter. Hey, ein Spino. Was macht der denn bei uns? Was ist denn hier los, Tribesman? Gut. Ja, das ist das erste Anzeichen eigentlich, wo man merkt, auf welchem Server wir uns befinden. Hier sind Tribesmen unterwegs. Okay, warum funktioniert das nicht? Warum kann ich die jetzt nicht aufladen? Das geht. Das auch. Okay. Wobei wahrscheinlich eher nicht so. Denn es hat nichts aufgeladen. Ihr seht, hier haben wir echt noch viel zu tun. Und wenn es eine Wasserleitung von unten bis hier oben ist. Ich will hier oben fließendes Wasser haben. So. Nenn ich Kibbel. Ingredients. Jetzt. Perfekt. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt unbedingt... Was soll das? Hä? Will ich das verstehen? Cooling down. Iced water. Okay, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und ihr seht, das kann ich hier nicht auskippen. Das ist relativ ungünstig. So. Ich mache mir jetzt noch Water Skins. Na, 34 jetzt nicht. Okay, 5 Stück. Die machen wir jetzt alle voll. Ich weiß, es ist gerade etwas mühselig. Und wir müssen auch nicht unbedingt diesen Kibbelgucker nehmen, denn wir haben ja ein Osterhäschen. Aber ich will wenigstens... Oh Gott.
Nein. Ah, oh, das kann doch nicht sein. Seidenschnabel, das ist nicht gut. Komm her. Jetzt komme ich nicht auf Seidenschnabel drauf. Mann! Wie doof ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, Leute. Lass mich in Ruhe, du dämlicher Tribesman. Außerdem bin ich Bola. Vor allem, was hat der für ein Knockback? Was hat dieser Typ für ein Knockback? Ja, na klar. Komm, noch ein paar. Habt ihr noch jemanden? Mein Güte. Immerhin, Seidenschnabel, kommt mir nach. Jetzt kommt schon. Oh. Ich krieg die Krise hier. Ich wollte doch nur Wasser holen. Meine Güte, bei uns ist was los. Am Strand würde uns das nicht so passieren. Ihr seht, ich bin mehr ein Strandmensch. Beziehungsweise würde ja alles nicht so schlimm sein, hätte ich dort oben funktionierendes Wasser. So. Jetzt fliegen wir darüber. Ihr seht, ich kann mir ja hier nicht mal Wasser holen, weil dort unten alles voll mit Tribesmen und so ein Spaß ist. Genau deshalb wollte ich oben funktionierendes Wasser. Und ich werde auch die Wassertanks dann gleich abreißen. Muss ich ja allerdings nicht jetzt hier noch in der Folge mit euch machen. Das sollte ja eigentlich nur ein bisschen... Jetzt setz dich doch mal hin. Oh Mann. Es sollte ja eigentlich wie ein bisschen Vorbereitung sein. Und nachdem ich das jetzt ausprobiert habe mit dem Kippelgucker, werde ich auch gleich noch ein bisschen Munition herstellen. Beziehungsweise soll es auch für euch eine Info sein, wie es jetzt wirklich mit den Livestreams weitergeht. Ich werde dann wahrscheinlich nach dem übernächsten Livestream, das heißt nachdem wir hier die Wüstenhöhle fertig haben, erstmal aussetzen mit Livestreams. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber ich habe demnächst Prüfungsphase. Und da möchte ich nicht unbedingt die ganze Zeit vor dem Laptop sitzen, sondern sollte mich vielleicht ein bisschen vorbereiten, damit das alles perfekt klappt. Ich hoffe, ihr seid mir da, wie gesagt, nicht böse. Aber nur schon mal vorab. Videos kommen natürlich trotzdem regelmäßig. Ich bin schon fleißig am Vorproduzieren, da braucht ihr keine Sorgen zu haben. Die Videos, die werden jeden Tag kommen. Mein Oberteil ist kaputt. Genau. Wir wollten Munition machen. Ich hoffe, wir haben noch genug Gunpowder. Wichtig ist, glaube ich, diese... Wow. Echt gruselig. Weapons, Ammo. Die nimmt Raikun sehr gern. Deshalb holen wir uns jetzt einfach mal Metal Ingots. En masse. Gunpowder haben wir ja. Ein Haufen hier drin. Ich weiß gar nicht, ob hier noch was drin ist. Wir können allerdings ganz viel herstellen. Ihr seht, wir bereiten uns definitiv vor auf was Großes. Wir wollen die Dschungelhöhle schaffen. Wir wollen die Wüstenhöhle schaffen. Aus irgendeinem Grund ist da ein Faden in der Luft. Was soll's. Ich hoffe, euch hat's heute Spaß gemacht. Ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Diese Woche und nächste Woche. Jeden Tag sowieso ein neues Video hier auf meinem Kanal. Der legt irgendwie immer nur ein Kibbel.
Gibt's bei dem noch irgendwie eine Funktion, dass der mehr legt? Weiß nicht, ob es daran liegt, dass er keinen Food mehr hatte. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man den leveln soll. Ob man den überhaupt leveln sollte. Bei uns ist er jetzt erstmal hier schön angekettet. Egal. So, also das war es auf jeden Fall erstmal mit diesem Video. Ihr wisst Bescheid, jeden Tag ein neues Video. Jeden Sonntag die nächsten beiden Livestream. Einmal hier auf Extinction Core, worauf ich mich persönlich schon sehr freue. Und natürlich einmal auf Hive. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Macht's gut und tschüss.